Über welches Selbst sprichst du da? Über mein Selbst oder das Selbst? Über dein Selbst kannst du gerne reden, aber über das Selbst, was kannst du da sagen? Jetzt kannst du nur sagen über das Selbst, was soll da sein? Dein Selbst, das ist ja klar, dein Körper, deine Geschichte, deine Verstrickung, deine Idee von dir, also der ganze Irrglauben, dass da wer ist, der wo drin steckt und der getrennt wäre von irgendwas und so weiter. Also die ganze, einfach die Geschichte von dir, das ist dein Selbst. Dein persönliches Selbst. Also mehr oder minder eine große Einbildung, die nur aus Glauben besteht. Und wenn der Glauben weg war, dann ist dieses deine Selbst gar nicht mehr da. Aber das Selbst, was sollte das sein? So wie das Leben, das Absolute, die Wahrheit. Das sind doch Schnurbegriffe für etwas, was sich dem Verständnis entzieht, was das Wissen ist, aber was nichts Wissen braucht, was das Verstehen ist, aber was nichts verstehen muss, was das Sein ist, was aber nicht sein muss, was das Leben ist, aber was nicht leben muss. Ja, Herrschaftszeiten, das ist doch der totale Quatsch, der volle Wahnsinn, das gibt's doch gar nicht. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ah. Schau dich mal an. Was weißt du von dir? Wie viele Bücher hast du gelesen? Wie viele Filme hast du angeguckt? Wie oft hast du Coitus gehabt oder an dir rumgemacht? Also seit wann glaubst du, du bist hier dieser Mensch, dieser Körper, diese Person, dieses Lebewesen? Mit dieser Geschichte, dieser Steuernummer und diesem Personalausweis. Seit wann glaubst du das? Ja, mei, seit wann glaube ich denn das? Heute habe ich es noch nicht geglaubt. Aber gestern. Also das ist so. Das heißt ja auch nicht, dass ich das glauben will. Der Glauben überkommt mich und dann muss ich das glauben, dass ich das. Ich will das ja gar nicht. Das ist ja nicht so schön, das zu glauben, dass ich jetzt der bin da mit dieser kleinen Geschichte. Jammer nicht rum! Darfst ruhig jammern. Das ist völlig okay. Ja. Sich so in der Geschichte gefangen fühlen und zu merken, oh, ich mag was, ich fühle mich in der Geschichte gefangen. Wer ist da in der Geschichte? Oder ist da nur die Geschichte und die Vorstellung, dass jemand drinnen gefangen ist? Ja, ist da nur die Vorstellung, dass da jemand unfrei wäre? Dabei ist doch gar keiner, der unfrei ist. Was, da ist keiner? Da ist absolut einer, der keiner ist. Was? Du bist absolut hier. Was? Du bist absolut hier. Ich bin absolut hier, hä? Um mich selbst zu unterhalten. Ja, nur du kannst nicht entscheiden, was der nächste Moment ist. Und ob er nicht schon da ist. Oder ob überhaupt was da ist, oder ob nichts da ist. Das ist nämlich das scheinbare Problem. Weil es ja, die Trennung ist Illusion. Und da es nichts Erstes gibt, das ein Zweites kontrollieren könnte, ist einfach alles absolut da und keiner kann sich für irgendwas entscheiden. Und wenn du dann das Gefühl hast, du entscheidest dich für was, dann ist das schon längst entschieden worden.
Ja, das ist schon alles entschieden worden. Weil sobald ich mich als verschieden erlebe, bin ich ja tot. Da habe ich meine absolute Natur verleugnet, bin ich ein kleiner Wicht geworden, scheinbar, und nicht mehr der absolute Frieden, die absolute Freiheit, sondern auf einmal wieder so, oh ja, Alter, gefährlich, ich muss mich schützen, oh ja, mir kann was passieren, oh, dieser Körper, wie lange wird der noch leben? Ich muss ihn gesund halten. Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Aber nochmal zurückzukommen zu dieser Ohnmacht, die ist nichts Schlimmes. Sie ist wie die Allmacht, genau dasselbe. Gibt keinen Unterschied zwischen der Allmacht und der Ohnmacht. Beides ist total abgefahren. Das Wundersamste überhaupt, die Allmacht, die alles macht, und die Ohnmacht, die gar nichts macht. Und das ist wie eine Medaille. Auf der einen Seite die Allmacht, die alles macht, auf der anderen Seite die Ohnmacht, die gar nichts macht. Also ist alles da. Keiner kann was verändern. Keiner braucht was verändern. Und wenn du es brauchst, was zu verändern, dann wen kümmert es, was du brauchst? Wen kümmert denn das, was du willst oder brauchst? Für wen ist denn deine Geschichte relevant? Sag mir das mal. Wobei wir jetzt schon wieder bei der identifizierten Ich-Körperschaft sind. Mei, du sprichst ja immer so schön mit dir. Da höre ich dir so gern zu, wenn du dich selber zerlegst und nichts mehr übrig bleibt, was nicht gekommen ist. Boah, die Sonne brennt. Ah, das ist doch cool hier so. Oh, ja, mein Körper, meine Geschichte, mein Leben, meine Sehnsucht. Oh ja, oh, wie es im Herzen brennt. Der Besitzerknoten schmerzt so, oh, es tut so weh, mich getrennt zu fühlen von der Liebe des Lebens, von dieser gigantischen Frieden, so ich, ja. Und dann, was? Was hast denn du da wieder erzählt für eine Geschichten? Du bist ja voll der Geschichtenerzähler. Der Traumtänzer in deinem eigenen Traum. Und könntest du für einen Moment sehen, dass diese Verschiedenheit, es keine Trennung zwischen Objekt und Subjekt gibt und auch kein Objekt und Subjekt. Das Wahrnehmen, die Wahrnehmung, der Wahrnehmende und das, was wahrgenommen ist, absolut dasselbe ist. Und nur in der Vorstellung, dass da ich wäre und da was anderes, wird es dann so differenziert und so aufregend, dramatisch und so. Du liebst es doch, so ein bisschen Aufregung, weil wenn alles eins wäre oder nicht zwei, Mann, das wäre doch total langweilig. Das wäre so langweilig. Du erkennst dich im Allen, denkst, ah ja, ich schon wieder Angela, ich schon wieder Trump, ach ja, ich schon wieder Saddam Hussein, ja, ich schon wieder der Teufel, ah ja, ich schon wieder Gott, oh ja, ich schon wieder Shiva, ich schon wieder Kali. Ja, überall bin ich. Ja, das ist ja völlig langweilig. Ja, Gott, jetzt kann mir gar nichts mehr passieren, weil ich ja überall bin. Ah, der Baum, ich, der Baum. Ah, ja, hier Auto, ich, Auto, da der Himmel. Ja, ich, der Himmel, da die Sonne, da das Universum, ich, das Universum. Mei, ist das langweilig. Scheiße, ich erkenne mich in allem. Das ist ja so friedlich.
Das ist so still, das ist so beschissen langweilig. Da brauche ich wieder Aufregung. Ich muss mich wieder verwirren. Ich muss wieder voll rein in meine kleine Geschichte, wieder ein bisschen leiden und Mangelgefühl haben und so. Na ja, ich kann die Stromrechnung. Man muss ein bisschen sparen. Wir müssen sparen oder die Umwelt sauber halten. Oh, sammel deinen Dreck weg. Das ist nichts. Bist du denn deppert? Du willst doch wieder zurückkommen an sie und dann da liegt der Dreck. Nimm deinen Dreck mit! Verdammt nochmal, hör damit auf! Wir haben Mülleimer in Deutschland! Du den Dreck in Müllnei! Du den Müll in Mülleimer! Das wird. Oh. Aber so schnell geht es. Schon wieder steckst du drin und es ist aufregend. Du kannst dich über was aufregen. Anstatt in dieser. Alles ist, ich bin. Ich bin alles, schon bevor ich war, bin ich und so weiter. Völliger Frieden. Hahaha. Aber das ist doch auch nicht schlecht. So, wer hält denn die Langeweile nicht aus? So? Wenn du dich in allem und nichts erkennst und gleichzeitig nichts erkannt wird, weil nichts erkannt werden muss, nichts zu verstehen, nichts zu wissen. Nichts zu verändern, alles kann so sein. Die Schöpfung kann als Erschöpfung erscheinen und kann auch zerstört werden und wiederkommen. Dabei nichts gekommen, nichts gegangen. Kannst völlig rumhampeln, nichts passiert. Es ist völlig gleichgültig. Alle Körper erscheinen, vergehen. Kein Körper ist je gekommen, kein Körper wird je verschwinden. Nur Geschmarri, nur heiße Luft. Du kannst deinen Planeten explodieren lassen, macht nichts, gibt's wieder einen neuen. Sonne explodiert, schwarzes Loch saugt eine ganze Galaxie ein. Aber alles zu seiner Zeit, weißt, hey, du wirst es so lange spüren, solange du spürst, was du bist. Das ist nix, weißt nix, ey. Du, nix da. Was nix, da schiebt sie nix. Du bist völlig drin, wo du nicht drin bist. Du bist völlig das. Keiner kann dir das nehmen. Du kannst dir nur das selbst nehmen, was du nicht bist. Das kannst du dir auch nicht nehmen, aber trotzdem führst du dich selbst zu dir selbst auf die genialste Weise mit den besten Tricks. Da kann sonst was kommen. Du kannst so drin hängen, so das Gefühl haben, so ich kapiere es überhaupt nicht. Und dann, bing, auf einmal der volle Schub und nichts mehr zu verstehen. Weil der verstehen will, ist auf einmal irrelevant. Es ist ja immer nur ein kleiner Mechanismus, ein Kontrollmechanismus, der so, du, der müsste jetzt was verstehen, weißt du ja. Aber dann schon kannst du hier so spüren, oh, es tut weh, wenn jetzt mein Geliebtes, was ich da alles lieb, wenn das kaputt geht, das schmerzt ja schon im Herzen, sei nicht so lieblos, du. Lass das mal gut sein, lass das alles in Ordnung sein, lass das doch entwickeln, lass doch den Menschen noch ein bisschen Zeit, auch wenn sie so blöd sind, lass ich lieb die, lass sie doch noch ein bisschen sammeln, lass sie konsolieren und nicht so viel. Und dann sagt er, was, Mensch, du siehst ja bloß einen Menschen, weil du dich selbst für einen Menschen hältst, weißt? Du hast dich in die Idee verliebt, dass du ein Mensch wärst. Und dann siehst du da Menschen in den Körpern drin, weil du bist der Oberprojektor, was der absolute Träumer. Und wenn du dich als Mensch träumst, dann hast du das Gefühl, da träumst du alle anderen auch. Und dann kannst du es noch so träumen, dass du glaubst, du bist da abgekapselte psychische Einheit mit ihren psychischen traumatischen Problemen, ja. Und kannst dann in den anderen auch psychisch traumatische Probleme hinein interpretieren, sagen,
Die sind ja alle traumatisiert, die haben ihre Geburtstrauma, ihre Ehetrauma, ihre Sextraumas, alle lauter Trauma, Mangeltrauma, die haben was auch immer, Machttrauma, die wollen Macht haben, weil sie sich so ohnmächtig fühlen, weißt du? Die wollen super reich sein, weil sie sich so arm fühlen. Die wollen super geliebt sein, weil sie sich so ungeliebt fühlen. Lauter Traumas. Die hast du alle in dir scheinbar selber drin und dann kannst du die da draußen sehen und erkennen und sagen, so, wie lösen wir die jetzt auf, diese Traumas, indem es keinen gibt, der sie hat, aber so einfach ist es nicht. Das kann man nicht, das geht nicht. Du hast, da gibt es keine Chance. Es ist immer erst vorbei, wenn es vorbei ist, weil es hat ja nur angefangen, wo du gedacht hast, dass es anfängt. Und wenn du denken könntest, es wird jetzt aufhören, dann wäre es vielleicht vorbei, aber mach das mal. Versuch mal nicht zu denken, dass es. Versuch mal zu denken, es ist vorbei, aber da ist noch lange nicht vorbei, weil es ist nie vorbei. Es ist nie vorbei. Weil es hat nie. Weißt schon. Nie vorbei, weil es hat nie. Ja, so. Schön gesprochen. Das waren Höhen und Tiefenflüge. Das war ganz heiß am Kopf, weil die Juli-Sonne, die brennt schon unter so. Namaste, Namaste. Trink mal Kaffee oder Tee. Sprechen wir mit uns selbst. Und darauf reimt sich nichts. Sprechen wir mit uns selbst. Schwelbst. Du schwelbst, in dir schwelbst. Schwelbst du wieder? Juhu, ich schwelbe wieder. Ach, du schwelbst schon wieder. Dass du dauernd schwelben musst. Muss ich.